Wer wohnt in der Ananas? Ganz tief im Meer. Und wer jetzt nicht mitgesungen hat, kann direkt das Video wieder verlassen und nie wiederkommen. Nein, Spaß beiseite, bitte wiederkommen. Aber wer kein SpongeBob-Freund ist, der wird sich das hier wahrscheinlich auch gar nicht erst angucken. Also gehe ich doch davon aus, dass ihr alle mitgesungen habt, so wie sich das gehört. Wir müssen noch mal ganz kurz zurück in die gute Ananas. Denn mir ist was aufgefallen. Ich war etwas dumm in der letzten Folge. Geil, wir können schleichen. Ach, das Gesicht dabei ist auch mega geil. Da haben wir doch direkt ein Thumbnail. Ihr davor, for your bikini bottom, stinks. Und dann das Schleichgesicht. Ha, ist doch wunderschön. Vielleicht noch ein bisschen weiter drüben. Tut mir leid, wir müssen hier mal ein bisschen... Jetzt aber. Davon mache ich mir einen Screenshot. Das wird das Thumbnail. Vielleicht ein bisschen. Ja, ich war etwas dumm und zwar in der... Wieder auf dem Bett rumhüpfen. Haben wir schon. Okay, er sagt es einfach nur nochmal. Wir haben es aber schon getan. Da bewahre ich meine ganzen alten Comic-Hefte. Ja, ich weiß, Bonji, dass du hier alles aufbewahrst. Ich habe vergessen, hier dagegen zu hauen. Ist mir aufgefallen. Ich habe mir die erste Aufnahme nochmal angeguckt und dachte mir so, Mensch, bist du dumm? Ich weiß gar nicht, wofür. Also es hieß ja auch, dass wir die hier schlagen können. Ah, genau. Stand ja auf dem ersten Schild, dass wir die guten Tickies hießen sie, glaube ich, ne? Egal. Auf jeden Fall konnten wir die hier kaputt hauen. Oh, es gibt anscheinend auch eine Kombi. Die sehen eigentlich so süß aus, dass ich die gar nicht hauen will. Und die sind auch wieder da. Können wir hier immer wieder reingehen und die alle kaputt machen? Dann können wir uns dann natürlich richtig viele glänzende Objekte sammeln. Ne, das ist schon aktiviert. Okay. Weiß bloß nicht, warum die jetzt hier runtergefallen sind. Was das für einen Sinn gemacht hat. Also wirklich, was geben tut's hier nicht. Zumindest sehe ich hier nichts. Okay, egal. Dann lasst uns mal rausgehen und dem Plankton helfen, auch wenn ich dem guten Plankton eigentlich nicht helfen möchte. Aber Gary, miau nochmal für uns. Das kannst du mir ruhig zutrauen, Gary. Ich merke mir das. Drücke diese Taste, um die Schilder zu... Wir brauchen uns das nicht nochmal anzuhören. Ich wollte einfach nochmal dieses süße Miau hören. Blub, blub, blub. Und es lädt. Und da haben wir es. Da steht Plankton. Ich glaube, wir müssen eventuell nochmal zu ihm oder wir laufen einfach zum Abfalleimer. Ich spreche ihn mal kurz an. Worauf wartest du noch, SpongeBob? Zeig den Roboter. Okay. Hier haben wir Thaddäus. Hier ist Mr. Krabs. Der möchte mit uns goldene Pfannenwender tauschen. Hey, SpongeBob. Ich bin hier, um dir eine helfende Blasenhand zu leihen. Okay. Nur wenn du es mir so anbietest. Kumpel Blase. Ich finde, du solltest ein paar neue Blasenmoves lernen, wenn du die Reise in die 9. Dimension antrittst, um den Riesenaffenmann zu besiegen. Also kommt das gerade nur mir so vor oder klingt das verdammt zweideutig? Lern ein paar Blasenmoves. Aber ich muss doch nur herausfinden, wie ich diese Roboter loswerde. Ach ja, tut mir leid, ich habe wohl zu lange in Seifenlauge gebadet. Wo waren wir gerade? Es ging um neue Blasenmoves. Richtig, drücke diese Taste, um dich geradewegs in die Luft zu befördern. Und zwar mit Blasenkraft, die alles besiegt, was direkt über dir ist. Probier es mal. Das habe ich doch schon gemacht. Kenn mich doch schon, damit habe ich doch gerade die hier. Mit meinen guten Blasenmoves vernichtet. Ach, schön. Super Kombi haben wir. Und ich mach mal auch noch. Bam. Und ich auch noch. Zack. Oh, oh. Wir haben zwei Boxershorts verloren. Oh nein. Das war natürlich nicht so cool. Wir müssen nochmal schnell die Ananas zurück. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich jetzt gar nicht so lange Zeit verbringen mit unnötigem Mist hier, sondern etwas vorankommen, aber... Wenn es uns hier natürlich direkt die Schlüpfer zerreißt, dann müssen wir doch was dagegen tun. Ich laufe immer zur falschen Tür. Okay. Neuer Schwamm. Wie ein neuer Schwamm fühlt er sich. Jetzt aber. Wir haben wieder alle Boxershorts an. Drei Stück übereinander, damit auch ja nichts durchtropft. Und die sind wieder da. Also wir können anscheinend unendlich viele glänzende Objekte sammeln. Ja, aber wir lassen die jetzt erstmal hier sein. Oder wir lassen die jetzt erstmal hier in Ruhe. Hier ist Patrick. Oh, hier brauchen wir 15 Pfannenwender. Können wir auch nicht drüber springen? Nicht mal mit dem Move? Nö, geht alles nicht. Und hier hinten brauchen wir 10 Stück. Also ich glaube, die Pfannenwender sind erstmal wichtiger als die glänzenden Objekte. Mit Patrick sprechen wir später.
Zum Aktivieren dieses Schalters musst du springen und rechte Maustaste drücken. Welcher Schalter? Ach hier. Da ist ein Schalter drunter. Total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück. Nein, es war zu schnell. Was war da oben, war da? Na, war bloß eine Boxershorts. Aber ich, das ist so eine goldene Boxershorts. Damit können wir doch mehrere tragen, 5 Stück oder so. Das hieß es doch gleich am Anfang. Ja, genau, sehr gut. Jetzt kann ich sogar 4 Unterhosen tragen. Oh, 4, okay. Das ist klasse. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Es gibt auch keinen Fallschaden. Wäre natürlich auch ein bisschen komisch. Im Wasser. Das weiß ich doch. Also das Spiel ist wirklich sehr, sehr... und da müssen wir jetzt zuerst links hoch. Er kann aber nicht wirklich rennen. Also ich kann bloß laufen. Ja, das Spiel ist sehr freundlich für, ich sag mal, ja, Anfänger. Es wird die ganze Zeit alles nochmal doppelt und dreifach erklärt, damit man ja auch ja nicht verzweifelt. Ist an sich eine ganz nette Geschichte. Ein goldener Funwender, da haben wir ihn. Jawohl. Sogar noch 8 Sekunden Restzeit. Alles kein Problem für uns. Ach, schade. Hätte ich cool gefunden, wenn wir es auch hätten so holen können. Ach so, da war bloß der Schalter dran. Ich dachte, es kommt vielleicht noch ein paar glänzende Objekte raus. Thaddäus gehen wir später ärgern. Wir müssen erstmal zum Abfalleimer. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist Jellyfischen. Kommen wir hier schon... Okay, wir können zu den Quallenfeldern reisen. Und hier drüben brauchen wir... 5 goldene Pfannwender. Hä? Aber ich kann doch hingehen. Oh nein. Ach, da kommt die gute Hand vom Captain und holt uns wieder. Okay, das ist natürlich auch schick gemacht. Ich dachte schon, das Spiel buggt und wir können hier lang. Ja, dann müssen wir bald mal zu dem guten Abfalleimer vom Plankton. Allerdings kommen wir ja gerade nur über die Quallenfelder. Weil hier brauchen wir zu viele. Oh nein, nein. Schnell zurück, nicht dass die Hand wiederkommt. Hier brauchen wir nämlich 10 Stück, hier brauchen wir 15 Stück. Wir haben aktuell gerade mal 2. Weiß nicht, ob wir hier noch ein bisschen rumklettern können. Aber auch nicht weit. Quallenfelder ist tatsächlich das Einzige, was wir aktuell machen können. Wir können natürlich nochmal mit Patrick sprechen. Ich würde sagen, dann gehen wir doch erstmal zu Patrick. Hey Patrick. Hey Patrick, schicke Socke. Welche Socke? Die, auf der du stehst. Ach, die. Die hab ich verloren. Wenn du diese hier verloren hast, wo sind dann deine anderen Socken? Die hab ich noch doller verloren. Oh nein. Ein Rudel Roboter kam hier durch und hat mir meine Sockensammlung geklaut. Ich könnte Hilfe gebrauchen, sie zurückzuholen. Klare Sache, Patrick. Wofür sind beste Freunde sonst da? Also gut, für jeweils 10 Socken, die du mir zurückbringst, gebe ich dir eine goldene Truthahnpipette. Du meinst einen Pfannenwender. Gesundheit. Ich mag die Konversation. Patrick hat sich sicher, das zurückzubekommen. Mit Patrick, das ist immer wieder schön. Okay, also er hat uns auch bloß eine weitere Aufgabe gegeben. Das bedeutet, uns bleibt erstmal nichts anderes übrig. Oh nein. Ach, schon wieder. Ich bin so doof. Ich habe das noch nicht kapiert, dass die Dinger mir wehtun dann. Oh, da kommt's Taxi. SpongeBob kann nämlich kein Auto fahren. Die Folge kennt ihr bestimmt auch alle noch. Die grünen Hügel der Quallenfelder. Ein Ort, um die pure Natur zu erleben. Und manchmal auch ein paar Stiche. Na toll. Au. Au. Thaddäus, alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung, du Sportenkopf. Sehe ich aus, als wäre alles in Ordnung? Naja, deine Nase sieht ziemlich groß aus. Ich meine größer als üblich, denn sie ist auch sonst schon ziemlich groß.
und du schwitzt und... Ach du meine Güte, du hast eine Glatze! Ich hatte schon immer eine Glatze, aber jetzt bin ich überall zerstochen. Nun, laut des Quallenfischer-Feldhandbuchs können heftige Quallenstiche effektiv behandelt werden, indem man eine dicke Schicht Gelee des Quallenkönigs auf die betroffenen Stellen schmiert. Quallenkönig! Tja, dann wirst du wohl zum Göffelberg aufbrechen und durch die gemeinen Tentakel des Quallenkönigs einen schrecklichen Tod sterben müssen. Ich bleibe hier und leide derweil an unerträglichen Schmerzen. Mach das! Keine Sorge, Thaddäus. Ich werde dir das Gelee des Quallenkönigs bringen, damit du dich überall damit einreiben kannst. Also es ist schon etwas pervers, das gute Spiel. Blasenmoves, Gelee, mit dem man sich komplett einreibt. Aber ja, ist nun mal ein Kinderspiel. Das hat man bei sehr, sehr vielen auch Kindersendungen. Wenn man die sich dann später mal anschaut, dass man sich so teilweise denkt, Wahnsinn, als Kind war das ja, hat man über sowas nicht nachgedacht, ne? Aber wenn man sich das dann als Erwachsener nochmal anguckt, dann denkt man, oh, Roboter, nein. Dann denkt man sich doch teilweise, oh. Na los aber jetzt hier, bam. Okay, haben wir geholt. Der Roboter hat auch gelacht über die Schmerzen von Thaddäus. Ich wusste gar nicht, dass es Roboter mit Gefühlen gibt. 279 haben wir mittlerweile schon. Es geht ganz gut voran. Was ist mit den Quallen? Können wir die... Oh, wir haben bloß noch eine Boxershorts. Okay, ich lasse die Quallen lieber in Ruhe. Hier haben wir ein Schild. Das ist Schlamm. SpongeBob und Patrick können nicht schwimmen. Pass also auf, dass sie nicht in den Schlamm fallen. Achso, das Wasser ist einfach Schlamm, weil wir sind ja generell im Wasser. Da kann man ja nicht Wasser im Wasser haben anscheinend. Sondern es wird einfach Schlamm genannt. Nächstes Schild, das ist eine Teleportkiste. Wenn du beide Teleportkisten in der Gegend geöffnet hast, kannst du dich von einer zur anderen teleportieren, indem du hineinspringst. Okay. Also sowas wie eine Schnellreise innerhalb der Map. Ja, bringt ja noch nichts, wenn ich reinspringe, weil ich kann ja nirgendwo hin. Aber finde ich cool mit der Kiste. Gab es auch mal eine Folge, in der die ganze Zeit in so einer Kiste waren, glaube ich. Das ist, wie gesagt, keine Quallen fangen. Ich muss nämlich Roboter fangen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Na, ist doch schön, wenn du dich wie ein neuer Schwamm fühlst. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Und erstmal schön die ganzen glänzenden... das ist ja cool. Wie ein neuer Schwamm. Ah, da ist noch so ein grünes. Das hätte ich gerne. Und dann springen wir nochmal drauf und dann können wir doch hier schneller davon. Schade, dass man dadurch nicht noch so ein bisschen gleiten kann in der Luft. Okay, die sind relativ easy. Nimm das. Und die explodieren nicht auch nochmal, wenn wir sie besiegt haben. Ne, die Qualle lasse ich in Ruhe. Die war mir echt zu heftig gerade. Wir machen erstmal die ganzen Dinger hier kaputt. Die ganzen Tiki-Tokas oder wie auch immer die hießen. Oder Takis oder was auch immer. Ich habe es mir leider nicht gemerkt. Es tut mir leid. Ich hätte es wissen müssen. Volle Boxershorts haben wir. Genau meine Größe. Oh Mist. Kriegen wir das? Okay, es kommt zu uns geflogen. Na, dann geht das ja noch. Ich dachte schon, wir haben jetzt glänzende Objekte verloren. Geschenke öffnen ist klasse. Ah, okay. Wir hätten eventuell vorher drauf springen müssen. Oder wir springen dann nachher nochmal da oben runter. Aber wir haben ja so oder so volle Boxershorts. Deswegen alles gar nicht so schlimm. Ja, da ist ein goldener Pfannenwender. Wie soll ich denn dann wieder hochkommen? Nö, das riskiere ich nicht. Da müssen wir später mal gucken. 125 glänzende Objekte bezahlen, um die Brücke wieder aufzubauen, oder? Achso, das gebe ich der Muschel. Ich dachte, wir können jetzt zwei Sachen. Ja, dann geben wir das doch wohl oder übel der Muschel, weil anders kommen wir nicht rüber. Was haben wir denn hier noch? Ja, wenn ich jetzt so mache und dann... Nö, das klappt ja nicht. Damit können wir nicht nach vorne gleiten. Okay, wir bezahlen die Objekte. Genauso funktioniert Brückenbau im richtigen Leben, wer es noch nicht kapiert hat. Gib mir die glänzenden Objekte, jawohl. Wir haben ein weiteres Schild. Das ist ein Checkpoint. Wirst du besiegt, nachdem du ein Checkpoint aktiviert hast, beginnst du am Checkpoint neu
anstatt am Anfang dieses Bereichs. Ja, das machen Checkpoints meistens so, aber vielen Dank für die Erklärung. Wir brauchen keine Boxershorts, oder? Nö. Was stand denn eigentlich hier auf dem Schild? Ach, Checkpoint, okay. Oh, oh. Oh, oh. Die bösen Stachelkugelfische kommen angerollt. Also sehr, sehr viele Boxershorts liegen rum. Es ist doch sehr, sehr einfach gestaltet, das Spiel. Ich hätte es mir etwas schwieriger vorgestellt, aber okay. Ist ja nicht schlimm. Einfach mal ein entspanntes Spielen mit ein paar schönen Kindheitserinnerungen. Und vor allem ein paar lustigen Dialogen auch. Ich weiß gar nicht, warum wir Thaddäus helfen. Ich würde ihn viel lieber ärgern und ihn auslachen über seine Schmerzen. Aber naja, das ist eine Frierfrucht. Man sollte vielleicht auch die richtige Taste drücken. Bitte lass es mich nochmal lesen. Nur Patrick kann die Frierfrucht nutzen. Okay. Dann mache ich es. Achso, die kommt immer wieder. Also entweder können wir später nochmal Patrick spielen. Ich habe tatsächlich den ersten Teil, sage ich mal, nicht gespielt. Das hier ist ja sozusagen nur ein Remake. Aber ich habe es damals tatsächlich nicht gespielt. Von daher nehmt es mir bitte nicht übel, falls ich hier noch nicht Bescheid weiß, was uns hier noch alles Schönes erwartet. Denn ich kenne mich absolut nicht aus. Ich wollte es trotzdem mal eine Runde Let's Play haben. Weil es doch nach einer ganzen Menge Spaß aussah. Oh, jetzt aber. Die mach mal platt. 423 schon wieder. Dann holen wir uns hier noch ein paar glänzende Objekte. Jo. Boxershorts brauchen wir nicht. Hier unten. Na, ein Glück. Ansonsten hätten wir noch einen Knoten an der Seite reinmachen müssen. Brauchen wir aber zum Glück nicht. Ja, das sieht hier immer ganz schön kritisch aus. Also das ging jetzt noch. Aber das andere da unten, da weiß ich noch nicht so, was ich damit machen soll. Allerdings hätte ich gern den goldenen Pfannenwender. Wow. Kann ich das vielleicht gegen die Roboter benutzen? Nicht wirklich, ne? Na, Moment. Nö. Naja, dann bekämpfen wir die so. Ich muss es ja auch nicht riskieren, auch wenn genügend Boxershorts rumliegen. Wer kennt's nicht? Man läuft auf dem Weg zur Arbeit und hat erstmal 8 Boxershorts rumliegen. Na gut, wenn man in einer Großstadt lebt, könnte das sogar durchaus passieren. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier mit denen machen. Wo kommen die denn lang geflogen? Kommen die alle gleich geflogen oder wechseln die sich mit rechts und links ab? Nein, die kommen immer alle gleich geflogen, ne? Ja. Dann mag es ja noch gehen. Nein! Das ist ein Schwamm. Warum kann ein Schwamm nicht schwimmen? Macht gar keinen Sinn. Vor allem der Checkpoint bringt gar nichts, wenn wir direkt hier oben wiederbelebt werden. Also ja, ist zwar nett, dass es einen Checkpoint gab, aber anscheinend gibt es auch noch Checkpoints, die einfach zwischendurch kommen. Ah, dadurch sehen wir das hier drüben. Oh, okay, er konnte sich noch hochziehen. Na komm. Hä? Jetzt haben wir's. Die Fässer. Und wir haben wahrscheinlich wieder einen Countdown laufen. Ach nö, gar kein Countdown, okay. Dann können wir ja in aller Ruhe machen. Und wir haben eine Socke, die bringen wir natürlich dem guten Patrick. Und hier haben wir noch ein schönes Trampolin. Damit können wir wahrscheinlich mit einem Sprung genau wieder hier rüber machen und kriegen eine ganze Menge Objekte. Hä? Mussten wir da erst runterspringen? Ah, okay. Und er macht es von komplett alleine. Nein, doch. Wir haben es geschafft. Ich hatte kurz Angst. Lass uns das nochmal kaputt machen. Dann holen wir uns doch nochmal ganz schnell die Dinger hier. Und dann geht's wieder ab hier rüber. Schaffen wir das? Nö, diesmal nicht. Die kommen ja die ganze Zeit wieder, die bösen Roboter. Vielleicht, weil wir gestorben sind, lädt's die dann neu? Man weiß es nicht genau. Müssen wir mal beobachten in den nächsten Folgen. Das ist ganz schön knapp hier. Das sollte man vielleicht gar nicht springen. Und ja, ich beschwere mich nochmal, dass das Spiel ja ganz einfach gehalten ist, ne? Nein, nein! Auf ein neues, hey! Von hier kommen wir ja leider nicht hoch, ne? Nee.
Schwamminator. Der Schwamminator. Eine Frühlingsbrise. So bin ich nämlich. Und dann gucken wir jetzt diesmal, dass wir es schaffen. Versuch Nummer 3 ist es ja jetzt schon. Dann sollte man es auch langsam mal schaffen, glaube ich. Aber ob wir das schaffen und ob es bei Versuch Nummer 3 klappt, seht ihr dann in der nächsten Folge. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Morgen 19:30 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin, macht's gut.